Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der HSFL 2K19. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht weiter in unserem Projekt hier, Biobauern for Life, die gerade Holz machen. Wir haben zwar in der letzten Folge... Fies ist dabei. Ja, hallo. So, wir haben zwar in der letzten Folge gesagt, jetzt war es das erstmal mit Holz, aber nur ganz kurz zur Info. Und zwar, wir haben uns jetzt das Geld hier gut geschrieben, was wir hätten kriegen müssen vom Sägewerk, ne? Also das ist schon mal erstens, wir haben uns 20.000 gut geschrieben, das kommt so ungefähr hin und haben jetzt auch noch ein paar Stämme hier weggemacht, hier hinten die Ecke machen wir gerade clean und dann wird es das erstmal gewesen sein. Wir brauchen aber Geld für die neue Parzelle, das ist das Problem, ohne das wird es einfach nichts. So, wir brauchen die Einnahmequelle. Das oder wir kaufen Schweine, ich weiß es auch nicht. Wo ich jetzt neue Parzelle machen würde und dann von dem ganzen zukünftigen Geld Schweine kaufen. Ja. Weißt du wie? Würde ich auch, glaube ich, tun wollen, ja. So. Okay, hier, die sind alle weg. Ja, das war's dann erstmal. Stehen schon mal ganz schön Oschis, ne? Aber, So, warte mal. Den Kollegen kann ich ertragen hier, oder? Nee, kann ich nicht. Gut. Die musst du alle wegfahren, kann ich leider nicht tragen. Ja, oh, ist gut. So. Was kostet denn diese blöde Parzelle jetzt? 126.000, ey. Meine Fresse. 16.000 fehlt uns noch. 16.000. Das muss da mal drin sein. Ist ja jetzt, weiß Gott, nicht so viel, ne? Aber wir haben gut aufgeräumt, kann man nicht sagen. Ach ja. Ach so. War der leer gewesen? Mit dem Güter? Ja. Der Tank war leer? Ja. Krass. Ich habe noch einmal auffüllen können und dann waren da, glaube ich, noch 1000 Liter übrig oder was. Irgendwie sowas. Halleluja. Gut, dann fahre ich hier mal zurück, dass er wenigstens fällt, weil der gilt. Ja. Der Kollege. So. Genau, das ist das Feld bei der Gülden. Da müssen wir mal gucken. Wir müssten theoretisch, meines Erachtens, die Felder abgeerntet haben, ne? Ja. Das war durch. Genau. Ja? Ja? Oh, nee, oder? Der liegt nicht drin. Das habe ich die ganze Zeit nicht geschafft. Fährt sogar hoch, jo. Ja, lol. Nein, Tino, alles gut, nichts passiert. Was? Nichts passiert. Ey, wehe. Liegt der drin oder nicht? Nein. Boah. Ja, zugetraut hätte ich's dir. Tut mir. Der liegt drin, ne? Nachdem er nach oben gefahren ist, hat er einen Seilflip nach hinten gemacht und stand wieder. Alles wow. Super. Unglaublich. Nein, Quatsch, alles gut. Wollte ich nur ein bisschen ärgern. Die schieben gut die 55.000 Liter. So. Ja, unser Plan, wie gesagt. Ach, komm schon. Neue Parzelle kaufen. Neue Parzelle kaufen. Boah, halt ran. Und dann quasi an dieser Parzelle, die können wir dann noch für unsere Bioballen mit nutzen. Und dann werden wir hier mal Kühe ballern, so langsam, richtig. Schweine ballern, dass der Stall voll wird. Und dann geht's weiter mit den Chicken Corps. Machen die auch eigentlich Mist, die Chickens? Nee, glaube ich nicht. Jetzt gerade nicht, ja. Ich, ja. So. Tino? Es spritzt die Gülle. Gut, das passt, das passt. Wir haben drei Traktoren insgesamt, ne? Ja, Tino, hör mal. Frisi, hör mal. Du fährst ja morgen, also zum Aufnahmezeitpunkt morgen in den Skiurlaub, ne? Oder heute Nacht, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau. Wir nehmen jetzt gerade Montag auf, den 21. und ich fahre am 22., also dienstags 15.15 Uhr, werde ich abgeholt. Ach so, ja, könntest du, bevor du fährst, ne? Ich weiß,
darüber zu hetzen ist schon Schwachsinn, weil ich habe mich schon selber damit gut zeigen lassen. Aber vielleicht die Sounddatei schicken? Ah! Definitiv ja. Ah, danke schön. Definitiv ja. Mach ich nachher gleich hier im Anschluss. Alles gut. Ja, das ist tatsächlich untergegangen, der ganzen Vorproduktion. Ja, das habe ich, ist mir auch heute erst eingefallen. So, komm, bam's rein, diesen Kackball. Doch, das war der letzte. Jetzt hoch mit euch. So, und jetzt will ich Geld sehen. Neuer. 9-1, 9-2. Nicht von der Eiche zu weisen. Steht hier noch was, was wir mitnehmen müssen? Der Anhänger. In der. Oh, machen wir mal Karte an, ne? Und der Sonnenblumenpreis ist im freien Fall. Ich könnte kotzen, Alter. ...15.000 mal 200 sind 3.000. Komm, das heißt drum, wir verkaufen die Sonnenblumen. War aber schnell, ey. Wo steht denn der Anhänger? Der Anhänger, den hab ich zurückgegeben. Der hab ich zurückgegeben. Ach so. Gut, dann komme ich jetzt mit dem Traktor zum Hof. Ja, ich verkaufe jetzt die Sonnenblumen. Ja, mach das. Mach das. Horst ist Wurst. Sonnenblumen werden verkauft, neue Parzelle geholt jetzt hier, dass das hier mal vorangeht. Und dann kommt jeder Euro, den wir erstmal verdienen, fliegt in die Schweine. Dann werden wir erstmal richtig aufrüsten, was das betrifft. Dass wenn wir spulen, quasi, wenn wir die Felder erntereif machen und alles, dass das hier, dass hier die Schweine vorangehen, dass das hier eine Einnahmequelle wird. Alles andere ist davon Poppes. Und, kannst du mal bitte direkt dich ums Ansehen kümmern? Oder gucken, was gemacht werden muss? Erstmal kalken. Mussten beide gekalkt werden? Ich weiß jetzt nur vom einen Feld, von Feld 1. Feld. Doch, Feld 1. Wir haben ja auch keinen Kalker. Doch. Echt? Bin schon am Hof. Auch voll beladen. Stimmt. Vielleicht mal schnell drüber kalken und dann. Ja. So, Sonnenblumen. Getreidemühle. Boah. Das schmeckt, Leute, das sag ich euch. Seid die Fresse, Junge. Weil es so gut war, direkt noch eine. Oh, Alter, ey. Könnt den eine ballern, ey, ohne Mist. So ein Wegwurf immer. Nee. Unglaublich. Also mein Leben kann es nur noch zwei Optionen mit Monster geben. Das entweder die Partner mich wirklich als exklusives Mitglied. Oder andere Firmen benutzen mich, wenn ich sterben sollte, als Resultat, was Monster macht. Obduktions-Dings hier für Assistenzärzte. Unglaublich. So, warte mal, ging hier hinten nicht ein Weg raus aus dem Hof? Sag mal, bin ich nur besoffen oder was? Gehen hier vier Wege raus aus dem Hof. Wo denn da? Doch, da unten, ja. Meine ich doch, da will ich da lang. Hinten bin ich ja nie so richtig rausgefahren, aber das ist voll der Schleichweg, den finde ich echt gut. Da, wo der Mongo gerade reinkommt hier, genau. Mach, sagt er hier, mach doch die, du. Hast du schon Panik gehabt? Nee, hab ich gar nicht. Aber man kennt ihn ja. So, genau, der Schleichweg hier. Huch. Ist aber hügelig, du. Oh, heute die Polter, Mensch, jetzt Kinder. Da schmatzt die Bremse, Alter. Um die Kurve. Den merke ich mir. Da schmatzt die Bremse. Ach, der ist gut. Nun wieder. Der ist gut. Ja, der ist echt gut. Schmatzt die Bremse. Ja, was denn? So. Sag mir, dass du jetzt aufgenommen hast, Alter. Ich hab schon aufgenommen, 10 Minuten. Okay. Ja, ja. Hat davor auch schon 3 Minuten, aber wir müssen abbrechen. Warum eigentlich?
weil du nicht aufgenommen hast. Achso, ja, der wäre aber der Gag nie gekommen, siehst du? Unfassbar, wenn wir aber jetzt aber mal hier Continuance, ne? Biobauer-Projekt hier. So, wollen das ja nicht hier ins Lächerliche ziehen. Die hat ja wirklich so ein bisschen geschmatzt, da wo ich da rumgeflädert bin hier. Kennst du das, wenn du so ein. Wenn du. Diese so ein. Kontrollierte Bremsen. Ja. Also wenn du hier in so einem Traktor hockst, ne, der kaum gefedert ist und du über die höchsten Hügel hämmerst und versuchst zu bremsen und es ist halt immer nur so, weißt du, wie du halt wieder aufkommst, immer nur die Bremse geht. Ja. Weil der Fuß immer hoch und runter springt. Ah, boah, nee, Alter. Schwede. So, warte mal. Wo muss ich denn jetzt abladen hier? Sind die nur doof? Da muss er hier rein. Hier so. Oh Gott, oh Gott. Getreidemühle, Scheune. Warte mal, ich muss abladen bei der Getreidemühle. Spinnerei. Getreidemühle. Das ist da hinten. Oh. Ey, was? Was denn? Ich hatte hier 80% Kalk drin. Wann du wieder? Ich habe 4 Bahnen gefahren, bin bei 30%. Echt? Ja. Ja, ich sag mal so, es kommt immer drauf an, von wie viel 80%? Von 9000. Okay. So, jetzt kommt Kohle, Junge. Jetzt kaufe ich direkt die Parzelle. Die 3 kaufen wir, ne? Das Grasfeld, was noch dran ist. Ja. Gott sei Dank haben wir das endlich. Gott sei Dank. Und noch 11.000 auf dem Konto, was wisst ihr mehr, ey? Ganzen Tag Zeit, um die haben Felder zu bestellen, dann wird, ja, einmal frei. Haben wir dann noch genug Geld für den Hakenlift? Natürlich wieder nicht. Aber wir haben noch 4. Ja, wir hatten nochmal 4.000 drin im Lager. Sonnenblumen. Das gibt ja nochmal, also dann würde es reichen auf jeden Fall. Ja, ich muss es noch kalt kaufen. Ja, ist ja nicht so teuer. So, gut. Schon Gelände gegen geschrieben, so ein kleiner Lamborghini. Kann man nichts sagen. Der liegt gut auf der Straße, trotz Pflegebereifung. So, sehr gut. Dann hier wieder rumgehämmert. Haben sie aber auch einfach Schlaglöcher reingebaut. Junge, leck mich am Arsch, ey. Das schlägt dir das Kinn aufs Lenkrad. Hier, wenn du hier mit zornig ankommst. So. Oh, oh, hör auf mit Kaufen, Junge. Bist du nicht sauber? Guck doch mal. Da geht ja alles wieder weg, du Mensch. Mach ich das Ding voll, ey. Oh, nee. Ist er voll jetzt? Gleich. Wie gleich? Tausende in einer drin, okay. Ja, der ist voll. Unglaublich. Absolut unglaublich. Das hab ich schon geil gebaut hier, muss ich echt sagen, ey, mit meinem Bearbeitungstool. Yeah, yeah, yeah. Ja, moin. Aber im Anhänger gelandet. Das muss auch ausmachen kriegen. So, gut. Das Gras hier sieht richtig schmackhaft aus. Und das auf dem neuen Feld
auch. Jetzt ist die Frage, ist das ein Feld, was gedüngt werden kann? Ja, also das müssen wir dann düngen, ne? Nur zur Info, die drei, das Grasfeld, was wir jetzt gekauft haben. Da können wir richtig, Ertrag rausholen. Da müsste gekalkt werden und dann kann der Dünger drauf. Machen wir das doch. Also erstmal nur Kalk. Dünger macht erst nach dem Mähen Sinn. Gut, aber wir sind erstmal fertig. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst das Däumchen da und wie gesagt, das war die letzte Folge der Vorproduktion. Ich bin zwar schon wieder da, es müsste jetzt Dienstag sein, will ich mich nicht ganz festlegen, müsste aber Dienstag sein. Und ab morgen dann quasi wieder neue Aufnahmesession, da können wir auf alle Kommentare eingehen, vielleicht gibt es ein paar super tolle, coole neue Mods und so weiter und so fort. Und ja, bis dahin, tschüss. Tschüss.